Moin Leute, wir kommen heute zu meinem dritten Video und beschäftigen uns mit dem Thema Brandwende. Brandwende. Was hat es mit Brandwenden auf sich? Dieses Video wird sich aber nur mit dem Bereich Wohngebäude beschäftigen. Das heißt, der Bereich Landwirtschaft, Industrie, der muss dann gesondert behandelt oder nachgelesen werden. Also, was sind Brandwände, wo kommt dieser Begriff her? Wenn man jemanden fragt, was ist eine Brandwand, da hat irgendwie jeder eine Meinung dazu. Brandwand ist ein Begriff, den kennen wir schon sehr lange in Deutschland, denn der stammt aus dem Mittelalter. Früher war es oft so, dass wenn es in mittelalterlichen Städten, Dörfern gebrannt hat in einem Gebäude, dass der Brandüberschlag alle anderen Gebäude auch betroffen hat und so ganze Stadtteile oder sogar ganze Städte komplett abgebrannt sind. Um das zu verhindern, sind die Menschen irgendwann auf die Idee gekommen und haben gesagt, Leute, wie wäre es, wenn wir zwischen die Gebäude erstmal einen Abstand halten, zwischen den Gebäuden, wenn das nicht möglich war in diesen alten, gewachsenen Städten, dass wir dort Wände stellen, massive Wände, die den Brand aufhalten. Und da sind wir bei den heutigen Brandwänden. Der Paragraph 30 der Musterbauordnung beschreibt diese Wände ganz genau, was für Anforderungen die haben sollen und was für Schutzziele man mit diesen Brandwänden erreichen möchte. Das Schutzziel der Brandwand ist, man möchte verhindern, dass Feuer und Rauch sich durch eine Brandwand hindurch auf Nachbargebäude oder auf andere Brandabschnitte ausbreiten können. Und zwar für den Zeitraum von 90 Minuten. So, 90 Minuten, kein Feuer, kein Rauch hindurch. Raumabschließendes Bauteil. Brandwände haben noch die Besonderheit, dass sie nicht nur diese Ausbreitung von Feuer und Rauch für 90 Minuten verhindern müssen, sondern sie müssen auch noch Anpralllasten aushalten. Das heißt, wenn ich ein Gebäude habe und das brennt bei mir, dann kann es passieren, dass schwere Bauteile auf meine Brandwand fallen. Die Brandwand muss diese Kräfte aufnehmen können, ohne dadurch zusammenzufallen. Dann wird das Schutzziel wieder ad absurdum geführt. Das heißt, dann wird sich der Brand ja trotzdem verbreiten können. Also Brandwände sind massive Bauteile, die statisch Anprallasten aufnehmen können müssen. Und sie müssen eben Feuer und Rauch, die Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindern für 90 Minuten. So, Brandwände, wenn ich die im Gebäude, oder erstmal, wo brauche ich Brandwände überhaupt? Es gibt eigentlich in Wohngebäuden nur zwei Fälle, wo ich Brandwände brauche. Einmal, wenn ich ein Gebäude habe, mein Gebäude, und es steht zur Grundstücksgrenze dichter als 2,50 Meter, dann muss diese Wand als Gebäudeabschlusswand als Brandwand ausgebildet sein. Genauso ist es, wenn mein Gebäude im Abstand von weniger als 5 Meter zu benachbarten Gebäuden steht. Das heißt, das Nachbargebäude, was hier irgendwie anfängt, 5 Meter oder geringerer Abstand als 5 Meter zum Nachbargebäude. Ergo, diese Wand muss als Brandwand ausgeführt sein. Das ist eine Gebäudeabschlusswand als Brandwand ausgeführt. Was hat nun diese Gebäudeabschlusswand als Brandwand Besonderes, außer dass sie eben 90 Minuten stabil sein muss und die Anprallasten aushalten muss? Sie darf hier keine Öffnung haben. Es kommt immer wieder vor, dass Bauherren oder Besitzer von Gebäuden sagen, ach, ich hätte so gern ein Fenster oder eine Tür hier drin. Das ist immer so dunkel in dem Raum. Da kann man erstmal sagen, oder besser gesagt die Musterbauordnung, in Brandwänden dürfen keine Öffnungen vorhanden sein. So, darf ich nicht reinmachen. Kein Loch in diese Wände. Das sind Gebäudeabschlusswände als Brandwände. Dann gibt es den zweiten Fall. Das ist, wenn ich ein sehr lang ausgedehntes Gebäude habe. Nehmen wir an, dieses Buch ist mein Gebäude und hat eine Länge von mehr als 40 Meter. So muss ich in dem Gebäude eine innere Brandwand bauen, um diese Ausdehnung von 40 Meter zu begrenzen auf zwei Brandabschnitte. Diese innere Brandwand muss auch die Qualifikation der, oder besser der Definition Brandwand entsprechen,
Hat allerdings die Besonderheit, dass ich hier Löcher reinmachen darf. Aber nur so viele Löcher, wie ich wirklich notwendigerweise benötige. Mit Löcher meine ich natürlich Türen. Das heißt, wenn ich hier einen Flur in meinem Gebäude habe und ich setze Brandwand dahinter, da rein und ich dürfte dort keine Tür montieren, ja, wie komme ich dann von dem einen Gebäudeteil in den anderen? Ergo sagt die Musterbauordnung, es dürfen auf das notwendige Maß begrenzt Öffnungen geschaffen werden. Ein weiterer Fall für die Brandwände im Inneren ist, dass die übereinander angeordnet sein müssen. Das heißt, wenn mein Gebäude drei Geschosse hat, stehen die Brandwände in den drei Geschossen übereinander. Es gibt die Ausnahme, dass man die Brandwände geschossweise versetzt montiert, allerdings müssen dann auch die Decken wieder qualifiziert werden und das wird teuer, wenn man das nachträglich baut. So, das sind die zwei Fälle. Das heißt, Abstand zwischen meinem Gebäude und Grundstücksgrenze kleiner 2,50 Brandwand oder Abstand mein Gebäude zu anderen Gebäuden weniger 5 Meter Brandwand oder lang ausgedehnte Gebäude größer 40 Meter innere Brandwand Brandabschnitte schaffen. Wie ist das nun, wenn ich mein Gebäude habe? Das ist mein Wohngebäude und ich habe hier eine Garage neben. Muss ich denn zu der Garage auch eine Brandwand montieren, weil 5 Meter Abstand? Bei Garagen oder besser bei Gebäuden, die nicht als Aufenthaltsräume definiert sind, also Aufenthaltsräume sind nicht Räume, wo ich mich irgendwie aufhalten kann, sondern die für den längerfristigen Aufenthalt geeignet sind. Das sind Garagen nicht. Und die dürfen keine Feuerungsanlage, also keine Heizung haben. Und die müssen weniger 50 Kubikmeter Bruttoraumeninhalt haben. Dann sind diese Gebäude befreit davon, irgendwie eine Brandwand zu den Nachbargebäuden zu haben. So, also mein Gebäude steht jetzt dort. Und ich habe Brandwände notwendig und zwar als Gebäudeabschlusswände. Wie sieht das jetzt im Dachbereich aus mit so einer Brandwand? Eine Brandwand muss oder hat die Besonderheit, dass sie, ich sag mal, die Dachhaut durchstößt und zwar um 30 cm. Das heißt, meine Brandwand geht 30 cm über mein Dach, um den Brandüberschlag auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Das sieht man bei vielen Gebäuden, da sieht man so einen Wulst auf dem Dach. Kann man allerdings auch anders lösen, das lässt die Musterbauordnung auch zu. Und zwar, indem man eine beiderseits auskragende Platte 50 cm feuerbeständig nicht brennbar montiert, sodass auch in diesem Bereich der Brandüberschlag dann nicht passieren kann. So, brennbare Materialien. Wie sieht das aus, wenn ich jetzt eine Brandwand habe, links und rechts, weil die Gebäude sehr dicht stehen? Ich habe hier Brandwände. Wie ist das, wenn ich da jetzt ein Wärmedämmverbundsystem montieren möchte? Polystyrol, das ist auch brennbar, oder? Das ist brennbar und ich darf über meine Brandwand nichts Brennbares überziehen. Das heißt, die Wände, die als Brandwände qualifiziert sind, die müssen mineralisch gedämmt sein, nicht brennbar. Ganz wichtig. So, nun kommen wir aber zu einem wichtigen Punkt. Das ist, für welche Gebäude sind Brandwände denn vorgeschrieben? Nur für Gebäude der Gebäudeklasse 5. Gebäudeklasse 5, das heißt, ich habe hier ein Gebäude, Gebäudeklasse 5, da sind Brandwände Pflicht. Hä? Und wie ist es bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4, 3, 2, 1? Da lässt die Musterbauordnung zu, dass man Wände anstelle Brandwänden montiert. Was ist das nun schon wieder? Eine Wand anstelle einer Brandwand? Das ist eigentlich ein kompliziertes Wort für eine einfache Erklärung. Gebäudeklasse 4 zum Beispiel, da müssen diese Wände anstelle von Brandwänden die Qualifikation Hochfeuerhemd erfüllen. 60 Minuten den Brand standhalten, nicht 90 Minuten. Ergo ist es keine Brandwand, weil sie nicht 90 Minuten standhält, nur 60 Minuten. Deswegen Wand anstelle von Brandwand, sonst hat sie die gleichen Qualifikationen wie die Brandwand. Und bei Gebäudeklassen 3, 2, 1 ist es sogar möglich, dass man diese Wände anstelle von Brandwänden in Holzbauweise ausführt. Da müssen aber Qualifikationen erfüllt werden
Von innen nach außen feuerhemmend, von außen nach innen feuerbeständig. Das ist einfach dem geschuldet, dass wir heute immer mehr Gebäude haben, die in Holzbauweise errichtet werden. Zum Beispiel auch ganz, ganz viele Einfamilienhäuser, die in Holzbauweise errichtet werden. Und um dem gerecht zu werden, lässt die Musterbauordnung das eben zu. Die sagt natürlich, das sind kleine Gebäude mit wenig Menschen, mit ja, vielleicht auch weniger Brandlast, wo man sagen kann, okay, hier ist die Gefahr geringer, hier können wir auch mit den Anforderungen runtergehen. Das tun wir übrigens bei allen anderen Bauteilen auch, wo wir immer schauen, welche Gebäudeklasse haben wir und wie werden dann die Bauteile qualifiziert. Deswegen ist es so wichtig, dass man die Gebäudeklasse richtig einstuft. Das heißt, wenn ich ein Gebäude habe und ich sage, das ist Gebäudeklasse 5, ist es aber gar nicht, weil es Gebäudeklasse 4 ist, dann ist natürlich die Anforderung an die Brandwand höher und kostet mich natürlich auch wahrscheinlich mehr Geld, obwohl das ja, bei zwischen Gebäudeklasse 5 und 4, also ob die nun 60 Minuten oder 90 Minuten hält, wenn die massiv gemauert ist, ich sage mal, ich habe eine 24er Ziegelmauerwerk, die wird immer dann auch die Qualifikation Brandwand eigentlich erfüllen. So, wir sind am Ende des Videos. Ich habe euch einen kurzen Überblick über Brandwände gegeben. Im nächsten Video kommen wir zum Kollegen der Brandwand. Trennwände. Was ist das? Bis dahin, alles Gute.